Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Zahadu mit einer neuen Folge Surviving Mars. Wir sind nach wie vor in dieser Kältewelle, die gerade auch erst angefangen hat, und wir haben direkt gleich Stromprobleme. Ihr seht das hier, alles dunkel, es ist Nacht. Wir müssen uns was einfallen lassen. Wir werden das hier mal testen, die unterirdische Heizung anmachen und dafür diese zwei Treibstoffraffinerien ausschalten. Da sparen wir auf jeden Fall ein bisschen was an Strom. Den Betriebsbereich können wir hier nur so erweitern halt, dass die zwei Treibstoffraffinerien mit drin sind, dass sie nicht einfrieren. Dadurch sparen wir ein bisschen Strom. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir so schnell es geht die Windräder hier hochgezogen bekommen. Baumeister Bobtrack werden wir hier hochschicken. Bringen wir Maschinenteile zu unserem ersten Koloniestandort. Auslagern können wir auch ein nicht funktionierendes Gebäude. Ja. Es werden halt die Metalle benötigt, aber da müssten eigentlich Drohnen unterwegs sein. Resources are low. Wir wissen, dass der Strom low ist. Windräder produzieren und das nicht zu knapp. Beton haben wir hier genügend und Maschinenteile sollten wir auch genügend da haben. Jetzt werden wir hier noch Stromkabel verlegen, genau so. Und gleich noch eine Lage Windräder hinballern. Dann macht mal los. Was haben wir denn hier an Maschinenteilen? 10. Das reicht für 5 Windräder. Aber es werden ja Maschinenteile weiter produziert. Was für ein Gebäude funktioniert nicht? Ja, das soll halt repariert werden. Hier müssen doch Drohnen kommen, oder nicht? Großer Wassertank, ja, genau. Macht mal Betrieb. Es dürfte auch bald Tag sein, dann funktionieren die Solarpaneele wieder. Sector scanned. Anomaly found. Gefunden, Anomalie, sehr schön. Die Solarkollektoren. Wow, da gibt's Wasser. Schön. Forschungsstätte 15%. Aber das ist natürlich ein Spitzenplatz, viel besser als der im Südosten hier, wo es hier nur Beton gibt und vielleicht noch Metalle. Aber hier, schaut euch das an, was das für ein herrlicher Standort für eine Kolonie ist. 15% Forschungsstätte dazu und dann noch, ach nee, das ist eine Anomalie. Ich dachte, das wäre, dass man mehr Komfort hat, weil der Ausblick halt so spitzenmäßig ist. Ist es aber nicht. Dann scannt mal bitte die Anomalie. Neue Forschung können wir ebenfalls betreiben. Also die ist gleich durch, 95%. Wir werden das hier nehmen. Kuppel Bioscaping. Wohnorte innerhalb von Standardkuppeln, Mikrokuppeln und Zylinderkuppeln bieten zusätzlichen Komfort. Wir werden das über kurz oder lang ohnehin brauchen. Dadurch, dass wir sicherlich auch ein paar Bergbaukolonien hier haben werden, wo halt wirklich nur ja, Knochenjobs halt vergeben werden und wir dort keine Universitäten oder so bauen, sondern halt nur kleine Kuppeln, die ausgelegt sind auf Bergbau. Auslagern können wir auch wieder. Wir hatten ja 1 Milliarde Dollar zur Verfügung. 800 Millionen. Schön. Und nochmal eine Lage. Ja, wir wollten es halt versuchen zu umgehen, dass wir nochmal eine Lage elektronische Geräte exportieren.
aber die Rakete muss so oder so hier zum, ich wollte gerade sagen, die muss so oder so zum Mond, schon klar. Natürlich zum Mars. Können wir uns ja noch überlegen. Elektronische Geräte, wie viel gibt es denn hier noch? 13,5, das ist halt nix. Ladet mal bitte ein paar ein, weil die Einsteinkuppel hat nichts mehr an elektronischen Geräten. Warte mal. Habt ihr das gesehen? Wir haben ja auch kaum noch Nahrung. Kracht euch mal noch mit Nahrung voll und danach geht's dann hier rüber. Wir machen tagsüber sogar Minus. Das ist natürlich der absolute Super-GAU. Schau, wie die Windräder laufen. Dauert halt alles seine Zeit. Der Baumeister Bob Truck soll hier mal hingehen. Na, wobei, nö, den belassen wir mal hier. Der ist wirklich für Notfälle gedacht. Teile gibt es genügend. Research complete. Genanpassung. Schaltet in Farmen und Hydrokulturen neue Nutzpflanzen frei, die bessere Erträge liefern. Der allgemeine Ruf von gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln hat sich deutlich verbessert, seitdem die einzige Nahrungsalternative rote Erde ist. Wir schauen uns das gleich mal im Detail an. Wir können die Zeit eigentlich weiterlaufen lassen. Nachricht ansehen, Mars geht, ESOCorp. Mission Controls received a direct communique from ESOCorp, one of Earth's largest tech conglomerates. ESOCorp. ESOCorp, einer der größten technologieorientierten Mischkonzerne der Erde, hat die Einsatzleitung mit einer Nachricht kontaktiert. Die Nachricht lautet: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Objekt 6EZ-3 in der unmittelbaren Nähe Ihrer Mission agieren wird. Sie dürfen sich Objekt 6EZ-3 unter keinen Umständen nähern. Sollten Sie das dennoch tun, müssen Sie sowohl mit rechtlichen Schritten als auch mit anderen Strafmaßnahmen rechnen. Das war alles. Man hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, sich an die üblichen Protokollrichtlinien zu halten. Unsere Partner geben ihr Bestes und fragen bei ISOCorp nach, um der Sache auf den Grund zu gehen. Für wem halten sich diese Typen? Das ist halt dieses Geheimnis, was wir hier ausgewählt haben für das Game. Dieses Mars geht. Ich habe auch keine Ahnung, worum es da geht. Werden wir sehen. Das ist ein schweres, also sehr schweres Geheimnis. Beton ist mittlerweile hier genügend vorhanden. Baut Windräder. Woran liegt es denn? An Beton, aber Beton? Das ist eigentlich ausreichend. Entladet mal bitte zuerst die elektronischen Geräte und danach entladet ihr die Nahrung. Dann werden wir uns unsere Farmen anschauen, was wir denn jetzt Schickes Neues anpflanzen können. Kartoffeln bringen den meisten Ertrag, 55, aber brauchen halt auch ewig lange. 5 Sols, 55, also rund 12 Nahrung pro Sol. Was haben wir denn da jetzt noch im Angebot? Obstbäume.
Mais, Weizen und Quinoa. Obstbäume. Verbesserung der Bodenqualität. Mais verschlechtert. Weizen ist neutral. Die optimale Ernte beträgt 17. Das ist natürlich spitze. Na, ja, wobei, so spitze ist das gar nicht. Wenn man das durch 2 teilt. Sind wir so bei 8. Sagen wir mal 9. Da ist die Kartoffel besser. Quinoa. 22. Das sind 11. Die Quinoa sind spitze. Die verbrauchen vor allem auch deutlich weniger Wasser als die Kartoffel. Und der Mais. Ach du grüne Neune, schaut euch das mal an, was der Mais an Wasser säuft. Aber er bringt halt auch richtig viel Nahrung. Das wird die Kartoffel ersetzen und da den Mais reinnehmen. Und die Obstbäume sind die bedeutend besser als die Sojabohnen. Ach, 8 Sols. Das sind ebenfalls 11 pro Sol. Die wachsen halt ewig lange. Also die Obstbäume würden dann sozusagen den Part der Sojabohne übernehmen. Und der Mais den Part der Kartoffel. Aber der Nachteil am Mais ist halt, was der wegsäuft. Anstelle des Maises werden wir dann Quinoa aussehen. Das wäre eine Variante. Jetzt lassen wir natürlich die Kartoffeln nochmal, weil hier wird gleich eine Ernte eingefahren. Das wäre absoluter Quatsch, wenn wir das abbrechen würden. Wir können uns aber da tatsächlich schon überlegen, ob wir anstelle der Sojabohnen dann die Obstbäume nehmen. So nochmal jetzt detailliert. Also die Sojabohne bringt 40 durch 5 sind genau 8. 8 Nahrung. Die Obstbäume bringen 11 Nahrung. Brauchen aber halt 8 Souls. Das ist halt richtig lang. Die verbrauchen auch etwas mehr Wasser. Wir machen das mal. Wir werden dann hier anstelle der Sojabohnen die Obstbäume pflanzen. Und dann nehmen wir Quinoa rein. Das ist sowas Neutrales. Und es wächst halt auch sehr schnell. Genau. Und dann können wir uns überlegen, ob wir die Kartoffel drin lassen. Oder den Mais reinnehmen. Oder auch nochmal Quinoa. Könnte man auch machen. Jetzt lassen wir das hier so. Hier hatten wir dann gesagt Quinoa. Die Kartoffel komplett raus und das Quinoa-Zeug rein. Und da können wir dann hier auch nochmal drauf reagieren, dass wir nur Quinoa anbauen. Weiß einer von euch, was das für eine Nutzpflanze ist? Quinoa habe ich noch, ich glaube, noch nie gehört. Reis gibt's, Kartoffeln, Mais, das ist alles klar. Aber Quinoa? Vorteil ist halt wirklich von diesem Quinoa-Zeug, dass es minimal einen Wasserverbrauch hat. Und eine schnelle Wachstumszeit. Natürlich ist der Ernteertrag dann auch geringer, aber man muss ja auf dem Sol rechnen und dann ist es genau wie eine Kartoffel. Nur dass die Kartoffel 25, ein Drittel mehr Wasser
verbraucht und dann noch eine Verschlechterung der Bodenqualität durchführt. Ja. Windräder bauen, kommt schon. Das Experiment, deine Aufmerksamkeit wird verlangt. Ein Wissenschaftler marschiert in dein Büro und sagt, dass er ein wichtiges Klimaexperiment durchführen muss. Um dir zu beweisen, dass das Experiment völlig sicher ist, bittet dich Ramona morgen widerwillig, seinen Test in der Nähe einer Kuppel durchführen zu dürfen. Nur für den Fall, dass man sich schnell in Sicherheit bringen muss. Wir haben alles drei jetzt hier zur Auswahl. Ich bin immer für Innovation. Nur zu, teste es in der Nähe einer Kuppel. Erhalte Forschung, vielleicht passiert etwas. Also wenn ich hier lese, vielleicht passiert etwas, wird mir schon mulmig zumute. Das zweite ist, klingt interessant, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Führe deine Tests an einem abgelegenen Ort durch. Erhalte Forschung, vielleicht passiert etwas. Oder wir sagen, heute ist schon genug Verrücktes passiert. Bitte verlasse mein Büro. Also in Anbetracht, dass wir jetzt auch eine Kältewelle hier haben, nehmen wir das zweite. Der soll seine Forschung durchführen, aber weit weg vom Schuss. Nicht in der Nähe einer Kuppel. Fehlfunktion aufgetreten. Was ist los? Warum das denn? Aber es kommen Drohnen, die reparieren. Die Windräder brauchen ja eine ganze Weile. Arbeitsschicht. Wir können ja versuchen, mal noch eine zweite Arbeitsschicht ranzukriegen, aber wir haben einfach nicht genügend Leute. Arbeitslos sind die hier auf der Seite. Wobei, hier haben wir auch einen. Ja, das sind zwei. Das wären die zwei, die dort in diese zweite Arbeitsschicht mit reinkämen. Ach, das hier zeigt die Produktion an. Das ist auch neu, oder? Das Symbol hier? Mir noch nie aufgefallen. Ich habe immer hier geschaut. 5,2 wird halt produziert an Maschinenteilen. Kommt, wir machen das noch mit rein. Das ist 6,2. Gleich wieder Nacht werden. Das wird eine knappe Kiste hier mit dem Strom jetzt in der Nacht. Braucht die Kuppel hier noch irgendwas? Beton könnten die hier gebrauchen. Wir holen mal mit unserem Transporter noch ein bisschen Beton hier ab. Baumeister Bobtruck ist repariert. Wir haben jetzt 2000 Forschungen. Nicht von schlechten Eltern, würde ich mal sagen. Kraut tatsächlich ein bisschen jetzt vor der Nacht. Also im Notfall müssen wir halt das ja noch ausschalten. Wirklich nur im Notfall. Eine Anomalie wurde analysiert. We recalibrated the operating spectrum for our scans and voila. Unsere Scans blieben anfangs erfolglos, doch nach einigen Anpassungen sind wir auf ein Ergebnis gestoßen. Die eigenartige chemische Zusammensetzung des Regolits in der Nähe des Anomalie-Standorts hat unsere Datensammlung effektiv verhindert. Nachdem wir unsere Scan-Technologie aufgrund unserer neuen Entdeckung umfunktioniert und verbessert haben, wurden wir mit einer unerwarteten Überraschung belohnt. Effekt deckt ein großes Wasservorkommen auf.
Geil, Leute, noch mehr Wasser. Ja, also der Standort wird immer mehr zu einem Muss. Sehr hoch und 20.000. Absolut genial. Da oben. Ich weiß, wir haben jetzt erstmal mit der Kuppel hier unten zu tun, dass wir den Hauptkolonie sorry, Platz da erstmal ausbauen. Aber für die Zukunft gibt es schon ein paar richtig geniale Stellen. Und das hier oben ist definitiv einer davon. Ich bin mal schon ein bisschen rum. Weil hier irgendwie eine Kuppel. Oder hier. Man muss halt auf das Wasservorkommen achten. Also vielleicht hier die Kuppel hinbauen. Oder hier. Am besten hier die Kuppel hinbauen. So dass man halt alle vier Sachen abbekommt, aber bin mir nicht sicher, ob man dann die Forschungsstelle mit reinkriegt. Also primär sind wir natürlich auf diesen Boost der Forschung aus. Mehr Windräder. Unseren Stirling-Generator hatten wir in Kraft, oder? Produziert ordentlich, der pumpt raus, was das Zeug hält. Jetzt wird's Nacht. Minus 325. Die Windräder werden hier unten noch produziert. Ein Windrad bringt, ich glaube, es waren 15, oder? 11. Auch mehr Windräder. Scheibenkleister. Nicht genug Strom. Kann es nie bald mal Tag werden? Tatsächlich am überlegen, ob wir noch mehr Solarkollektoren bauen. Weil Metalle haben wir im Moment noch mehr als genug. Wir haben tatsächlich einen absoluten Engpass halt an Strom. Tausend verbrauchen wir pro Nacht. Wir machen halt nur 41 tagsüber. Die Laboratoren könnten wir abstellen. Die verbrauchen halt auch Unmengen an Strom. Ich weiß, die frieren dann halt ein, aber ihr seht das ja, wir haben halt ein Stromproblem. Ach, Mann. Schwierige Entscheidungen. Aber jetzt noch mehr Solarkollektoren hinzimmern. Wir haben hier, ihr seht das ja, schon zwei große Felder. Natürlich, wir hätten hier noch Platz. Wir könnten hier noch ein paar Solarkollektoren anbauen. Wisst ihr was, wir machen das. Hier können wir auch noch ein paar hinbauen.
Auf geht's. Also die Kältewellen dauern immer so um die 5 Souls. Pro Soul verbrauchen wir. Die Windräder werden ja auch noch gebaut. Die laufen ja auch in der Nacht weiter. Verbrauchen wir dann im Schnitt so um die 2000. Also wir könnten auch noch so einen Atomakkumulator uns gönnen. Wäre, glaube ich, eine feine Sache, dass wir hier noch einen Atomakkumulator hinzimmern. Für die Zukunft halt, ne? Ist mir jetzt schon klar, dass wir jetzt während der Kältewelle nicht wirklich viel dazu bekommen. An Strom. Also überhaupt nichts, ja. Wir haben zu tun, dass wir jetzt hier das alles überstehen. Hier gibt es genügend Metalle. Wir sollten uns aber trotz alledem jetzt nochmal auf Metallsuche begeben. Weil der andere Standort, der benötigt natürlich jetzt nochmal eine Menge an Metall für die Solarkollektoren. Und so wie es ausschaut, wird das ja auch nicht weitergebaut. Wir werden wahrscheinlich schon noch einen Drohnenhub benötigen. Weil Polymere und Metalle hätten wir hier an dem Standort eigentlich genügend. Aber die Drohnen sagen, nö. Das ist uns zu wenig. Das ist hier halt in der Einflugschneise oder im Einflussbereich des Drohnenhubs. Aber der Drohnenhub kommt halt nicht bis hier oben hin zu den Ressourcen. Da wäre es nicht schlecht, wenn wir hier vielleicht noch einen Drohnenhub hinbauen. Auch zur Entlastung halt des Drohnenhubs hier oben. Marsgate. Unbekannte Motive. Object 6EZ3 has made impact on the surface, not too far from base. Our readings suggest it's intact and operational. Objekt EZ-3 ist nicht weit von der Basis auf der Oberfläche eingeschlagen. Unsere Messwerte haben ergeben, dass es intakt und funktionsfähig ist. Bisher wissen wir, dass es nur das Areal patrouilliert, da wir aus dieser Entfernung keine komplexen wissenschaftlichen Instrumente entdecken konnten. Einige unserer Kolonisten haben jedoch die Landung beobachtet und stellen jetzt Fragen. Fragen, die wir im Moment nicht beantworten können. Unseren Partnern auf der Erde ist es bisher nicht gelungen, weitere Informationen zu erhalten. Sie bereiten sich gerade darauf vor, sich mit dieser Angelegenheit an die UN zu wenden. Wir werden die Dinge schon bald selbst in die Hand nehmen müssen. Oh Mann. Als ob wir nicht schon genug Probleme hätten, ja? Da kommt so ein Quatschi-Zeug noch zustande hier. Irgendwie den beruhigenden Effekt, oder? Diese Windräder. No active research. Research Kuppel Bioscaping ist durch, sehr schön. Natur macht hierin alle Menschen gleich. William Shakespeare. Und wir können neue Forschung nehmen. Es gibt so geile Forschung, Leute. Der Wasserverbrauch von Kuppeln wird um 50% reduziert. Wir haben im Moment eigentlich keine Probleme mit der Wasserversorgung. Drohnenfabrik wäre auch wichtig. Halt wirklich alles genial. Dazu, so, wenn wir das hier machen wollen, müssen wir erstmal die Produktion der elektronischen Geräte anwerfen. Ja, von diesen Megakuppeln sind wir jetzt auch noch ein ganz schönes Schritt entfernt. Wir müssen erstmal die andere Kuppel da unten
hinbekommen, dass Metall- und Betonkosten für Konstruktionen werden um 20% verringert, bei Kuppeln ausgenommen. Kostet auch 15.000. Aber irgendwo hatte ich doch noch was gesehen, wo die Außenanlagen nicht mehr so oft gewartet werden müssen. Das wäre langfristig halt auch noch eine feine Sache. Nur wo war das? Gibt's doch nie. Ach, hier, oder? Nee. Hatten wir das schon erforscht? Ich glaube nicht. Kunstwerkstatt, VR-Werkstatt, ja, elektronische Geräte. Er kennt das Problem. Betankter Extraktor. Hier. Kostet halt 10.000, aber das wäre schon wichtig. Widerstandsfähige Architektur. Es ist etwas ganz anderes zu wissen, wie stark die Gebäude auf dem Mars strapaziert werden und es tatsächlich mitzuerleben und den entstandenen Schaden zu reparieren. An letzteren wurden deutliche Verbesserungen vorgenommen. Wir machen das, auch wenn es 10.000 kostet, aber das ist enorm, hoffe ich doch mal. Ja. Das ist eine enorme Entlastung für die Wartungskosten bedeutet. Die elektronischen Geräte. Die Kältewelle wirft uns halt ordentlich zurück. Leider. Wenn die zu Ende ist, werden wir hier noch einen Drohnen ab hinbauen. Und dann wird es halt knapp mit den elektronischen Geräten. Soll heißen, wir werden noch eine Rakete mit elektronischen Geräten uns gönnen. Die muss ja sowieso hergeholt werden, die Rakete. So funktioniert das Forschungslabor nicht. Ja, es funktioniert. Also, in der nächsten Folge sofort eine Rakete voll machen mit elektronischen Geräten und hier zum Mars bitte schicken. Dann wollen wir natürlich auch wieder unsere Edelmetalle loskriegen. Freunde der Nacht, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir ein Däumchen oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben gibt es natürlich noch den Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.